hatte ich auch nicht vor. Ich wollte nur die Außenwege machen. Aber eigentlich machen diese Leute auch was falsch. Und es setzt nicht diese Stechdinger. Ja, okay, das stimmt. Diese. Wie heißen denn die jetzt? Eiszähne. Spurreiser. Genau, Spurreiser. Reißzähne. Reißzähne. Ersetzt sich diese Reißzähne. Bei uns hat es minus 4 Grad draußen, das gibt man gar nicht. Wir haben 3 Grad draußen, nur mir kommt es, wenn ich draußen bin, immer übelst kalt vor. Ja, bei uns aber minus 4. Können auch noch mal ins andere Thermometer schauen. Warum man nicht mit der Raspberry lügt nie, merkt ihr das? Na, ich bin mir beim Raspberry eigentlich nicht sicher. Nur meistens sagt er die richtige Wahrheit. Also bei mir weiß ich, dass es Raspberry kann ich vertrauen. Ich vertraue meinen Raspberry. Ich vertraue mir eigentlich auch immer nur in letzter Zeit, weil es halt wirklich draußen ein bisschen kalt ist und das Raspberry halt doch Plusgrade immer hat. Ja, es kommt auch drauf an, wo du es halt platzierst. Wenn du es gleich nahe am Fenster platzierst, dann beim Fenster zieht immer warme Luft raus und dann kriegt halt immer warme Luft ab. Macht doch mein Fenster nie auf, also. Es zieht auch so durch raus. Ein Fenster ist ja nicht hundertprozentig dicht, wie eine Mauer. Es zieht ja durch die Dichtung raus. Bei uns ist und in der Dichtung liegt auch noch ein Kabel, also. Sieht's noch mal aus. Also bei mir ist das Kabel raus dann sicher noch einen halben Meter nach unten von der Mauer, also vom Fenster nach unten. Und dort ist erst der Temperatursensor, also vom Fenster komplett weg. So, jetzt bleib stehen, Gisela. Das könnte knapp werden, das könnte knapp werden. Aber es geht. Das hättet ihr sehen müssen. Weil du ziehst da mit nassen Zahnen wieder. Sieht ziemlich schnell aus. Ja. Yeah, wir haben es geschafft. So. Helfer B. Hat Arbeit erfolgreich erledigt. Ey, wir sind spitze, oder? Aber ich würde sagen, wir decken da noch nicht zu. Nein, das decken wir nicht zu. Weil wir brauchen, ich glaube, Häckselgut genauso, irgendwie. Na, hast du dort vorne noch ein bisschen was. Oben auf dich warten. Ja, du kannst runter schon fahren, dann kannst du mal den Häcksler wegstellen, damit Herr Gisela wieder gut arbeiten kann. Ja gut, wir wollen ja eh nicht verdichten. Dann kannst du ja trotzdem noch ein paar Mal drüber fahren. Ja, ich war eh immer drüber, ist egal. Damit die ja, Gisela. Ich bin gerade wieder zurückgefahren und das reicht. Das reicht, vollkommen. Sag ich auch. Reicht, vollkommen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe nichts. Ich sehe dich. Baum, ich sehe dich auch. Position 1. Fahr mal du mal lieber. Ordentlich. Gisela, gut rund du. Aber das sieht halt wirklich so eiskalt gut aus, was wir hier machen. Ja, das wir haben Spaß und ist alles toll und. Ich glaube, das mit der Helfer war eine gute Idee. Weißt du, haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung. Ich mach die ganze Zeit nur das gleiche, aber gut. Ja, ich habe auch nicht viel was anderes gemacht. Doch, du hast zum Beispiel die ganze Hilfe durchgeblendet und ich habe, während ich lang gefahren bin, bei dir immer geschaut und deshalb auch ständig irgendwo lang gefahren. Weil man lenkt sich halt schon ab. Ja klar. Fahren. Vergiss die Straße. Wahrscheinlich ist es im Real Life nicht ganz so stark, weil man mehr daran denkt, dass man fährt. Ja, aber hier ist es ja nur eine Taste. Eben, und das, du kriegst da so in Augenwinkel ja auf der Straße immer mehr mit, als wir hier, weil du musst dich ja wirklich auf etwas konzentrieren, damit du siehst. Es ist auf der Straße generell, ab und zu denke ich mir echt, man fährt, man ist so ein bisschen in Gedanken, gell? Oder es schaut so in den Rückspiegel und trotzdem hat man irgendwie das vorderen Verkehr im Blick. Wo man eigentlich Rückspiegel genauso, das kommt mir auch vor, wenn du manchmal läufst, du läufst ja trotzdem nach Hause. Ja. So weit wie ich jetzt. Kommst trotzdem zu Hause an, aber eigentlich, wenn weißt du gar nicht. Denkst dir, wo bin ich denn jetzt? Genau. Aber eigentlich bist du richtig. Ja. Nur wenn du wirklich komplett was das anderes überlegst. Das ist beim Autofahren auch, das ist mir auch auf. Schaust zurück oder schaust auf den Tachometer, wie schnell du fährst und beachtest das ein bisschen, gell? Eigentlich, oder auf der Autobahn, wenn du da mit 130 oder so fährst. Und die Rückspiegel schaut und mal schaust, was da hinten so für ein Auto kommt und so.
Im Endeffekt, du schaust da ja ein paar Sekunden drauf. Und trotzdem passiert nichts. Dein Unterbewusstsein arbeitet genau. Halt sehr viel schon mit. Das arbeitet dann, ich meine, du siehst ja trotzdem den Vorderverkehr auch wenn du den Rückspiegel siehst. Und das arbeitet ein bisschen mit. Das ist mir schon so oft aufgefallen. Dann denke ich mir, Alter, habe ich jetzt überhaupt auf die Straße geschaut? Ist jetzt vorne alles in Ordnung gewesen oder wie oder was? Und die Wirklichkeit war nichts. Hat alles gepasst. Schon krass, ey. Man glaubt gar nicht, wie das Unterbewusstsein arbeitet. Man glaubt es kaum. Aber Gisela tut nichts mehr, oder? Was ist mit der verkehrt? Der Hochzugreiniger hat gesagt, Ende Gelände. Nee, die Gisela ist auch fertig. Oder? Oder was macht die? Nee, der fährt nochmal zurück. Achso, die fährt nochmal, okay. Nur so ziemlich langsam. Kennst sie doch. Ja. Wenn sie macht, macht sie ordentlich. Unsere Gisela. So, sehr schön. Kann ich den hier stehen lassen? Hauptsache, ich habe jetzt den Frontlader mitgenommen. Na, egal. Ich hab's dir vorhin gesagt. Wird aber nicht sauber. So. Das Gewicht wird nicht sauber. So, jetzt ist aber Gisela fertig. So, X. Fahren wir mal. Bewegt sich gerade irgendwie ganz merkwürdig. So, es sind alle Felder angesät, gell? Ja. Ja. Ist auch gut, oder? Wir sind mit den Ernten fertig und gleichzeitig sind alle Felder angesät. Coole Sache. Finde ich geil. Gefällt mir. I like it. Daumen nach oben. Und der andere Helfer ist ja auch durch. Von dem habe ich gar nichts mitgekriegt. Feld 12. Haben wir das schon verkauft? Was? Raps? Nein, habe ich in Lager gemacht. Ja, stimmt. Habe ich hier sogar erwähnt. Genau. Weißt du auch, was du tust? Das ist gerade mein Langzeitgedächtnis oder das, was im Zwischengedächtnis lagert. Oi. Wie passieren. So. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Einfach mal rübergefahren, ist doch egal. Bist denn nur du? Den Relive mach ich auch nur einmal. Bist du Matschka? Das ist dir doch kein. So, vor allem. Die Zeit gibt's doch bei euch nicht. Ganz klar doch. Vor allem waschen wir jetzt die ganzen Geräte, stellen alle unter und dann werden wir wieder von vorne beginnen. Bin noch nicht fertig. Bin noch nicht fertig. Die Deckenpolitur und das und ja. Fahr mal. Der Feinschliff. Kann man so lassen. Meine Arbeit noch begutachten. Hast du diese Artmaschine eigentlich aufgefüllt? Die ist noch voll, ja. Weil die ist dann der Helfer gefahren. Bravo, Mann. Haben wir noch irgendwelche Maschinen zum Reinigen? Häcksler? Oder hast du ihn gereinigt? Nee. Einfach so abgestellt. Schiff, du. Tatsache. Ja, aber ich. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nee, der ist noch nicht dreckig. Vielleicht die Reifenverschmutzung, das geht. Ja, die Reifen sind sowieso immer schmutzig. Es ging ja jetzt wirklich um der hatte ja jetzt den ganzen hier Spritzabdeckung waren ja voll. Und der ganze Gatsch. Gut, und nur? Ja, jetzt noch mal warten, bitte Felder sind. Warten, dann stell dir mal hoch. Na komm. Wir gehen nochmal schlafen, wir sehen uns morgen wieder. Problem ist, dass es nicht passt vor allen Folgen. Oder ja, 5 Minuten, dann wird's schon rein.
90. Ja, 90. Schaut euch das an, das Feld. Hört die Vögel, sie switchen. Was ist denn da für ein weißes Zeug hier? Das ist guter Stoff, Junge. Hauptsache, schaut bei dir, schaut bei mir. Guter Hanf. Schaut bei mir. Echt? Bei dir schon gewachsen, bei mir noch immer nicht. Ja, bei dir schaut so rüber, ist merkwürdig aus. Ja, bei mir ist es noch eine Wachstum. Wachs. Wachstum. Nee, Wachs. Wachstumsstufe. Wachstumsstufe, so heißt das Wort, genau. Bring dich mal auf den Sprung. Jo. Wir laufen durchs Rapsfeld. So, und da mal die anderen. Nee, das war keine Raps, das ja, war ja Sojabohnen. Sojabohnen. Was hast du eigentlich da drüben gesagt? Achso, da haben wir ja. Weizen und Gerste, müsste sein. Gerste und Weizen. Ja, dann hat Gerste und Weizen, Entschuldigung. Was ist das? Kacke. Es ist für die Vögel. Schöner ist, dass da drüben bei mir das Ganze auch besser aussieht, oder? Ne, das ist gleich. Bei dir sieht es dunkel aus. Ja, das sieht nur Mengen so aus. Ja. Und das ja auch. Manchmal aus sind die Texturen und so scharf. Nee, das ist irgendwie schlecht. Hat der Weg schaut irgendwie merkwürdig aus. Gut. Gut. Wetter denn ich würde ja nur mit 27 P. Ja. Aber der Himmel schaut schon aus. Was. Ach so, man. Der bewegt sich nicht. Ja, das wäre wie in Minecraft cool. Ja, vor allem, warum kann man keinen bewegenden Himmel machen? Was ist denn das? Ist das ein Bild? Was? Ich meine, hier dreht sich ja gar nichts. Ja, der Himmel ist einfach ein Bild, ja. Schon ein bisschen lame, ja. Ein bisschen mehr Dynamik jetzt hier rein tun können. Also wir sind hier im Jahr 2016. Wir haben so viele Animationen hinzugefügt und einen Himmel hätte man doch jetzt schon mal. Vor allem, es bewegt sich ja der Schatten auch, wenn du der Himmel himmelt. Ja, meine, sie haben ja eigentlich eine Sonnenrotation drin. Ja, eigentlich schon. Und ja. Meine, es wird ja auch das Bild immer geändert, nur halt. Nicht live. Kann man da nicht irgendwie so ein Bild drüber legen, was halt 360 Grad ist und sich halt im Kreis dreht? Ja, das ist ein 360 Grad Bild. Wird aber immer etappenweise geschalten. Ja, schon, aber das rein theoretisch könnte das, ist das eine Mipmap, also eine Kugel, die aufgespalten ist oder halt ein Zylinder, der was aufgelegt ist. Ja, aber letztendlich könnten sie doch somit auch die Kugel dynamisch drehen lassen, oder? Rein theoretisch, zu festen Stufen. Rein theoretisch, ja. Wäre doch jetzt nicht viel Aufwand. Wahrscheinlich gar nicht. Aber ich glaube, da ist vielleicht noch keiner auf die Idee gekommen. Weil jetzt ist wieder finster. Aber es sieht ja dynamischer aus. Ich meine, auch wenn es immer gleich aussieht, immerhin sie würde sich ja schon mindestens schon mal drehen. Das wäre eigentlich eine Mod-Idee, ja. Wenn es nicht schon gibt. LS15 oder so. Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle bauen wir Licht. So. Hallo? Ich finde es sehr gut, du hast nichts in der Hand. Ja, du auch nicht. Hände in die Luft. Nein. Nein. Oh, Kredit. Ja, ist ein bisschen mehr sehr Kredit. Sehr gut, komm zu mir. Betriebskosten. Bam. Will ich so wie Slender, Mann? Gut. Ja, ich bezahle mal bei 90 Schluss, oder? Heute mal. Heute mal bei 90 Schluss. Ja, es ist 0 Uhr 50, also. Können wir heute mal bei 90 Schluss machen. Du musst eh noch Minecraft-Modpack machen. Wie oft willst du darauf jetzt noch rumhacken? Ewig. Ewig? Ja. Ich hab auch Dinge zu tun. Also Leute, schreibt in die Kommentare, wo wir das platzieren sollen mit der Zweitansicht. Habt Spaß, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns. Also. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao.